Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. In diesem Jahr widmet sich die Security Essen dem Thema Sicherheit im Kontext der Digitalisierung. Und dieses Thema wird bei der Messe, denke ich, besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. In Ihrem vielfältigen Rahmenprogramm finde ich Schlagworte wie vernetzte Sicherheit, Smart Security oder Sicherheitsanforderungen im Zeitalter von Industrie 4.0. Ich begrüße das sehr, und zwar aus folgendem Grund. Aus meiner Wahrnehmung sind wir Zeugen und Teilnehmer einer digitalen Revolution, deren Folgen für uns heute noch nicht vollkommen absehbar sind. Vieles deutet darauf hin, dass die gesellschaftlichen Auswirkungen mit den Umwälzungen der industriellen Revolution vergleichbar sein werden, wenn unsere unmittelbare Lebensrealität aber qualitativ und quantitativ derart verändert wird, dann muss dieser Prozess aber auch zwangsläufig massive Auswirkungen auf unsere Sicherheitsarchitektur nehmen. Mein Ziel ist es, Ihnen in der gebotenen Kürze darzulegen, wie der Bundesverfassungsschutz dieser Herausforderung begegnet und warum die Security Essen 2016 mit ihrer Fokussierung auf die IT-Sicherheit und die richtige Schwerpunktsetzung trifft. Ich möchte bei Ihnen Verständnis für unsere Arbeit schaffen und die Relevanz des sogenannten Cyberraums für unseren Aufgabenbereich darlegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stehen an einer Epochenschwelle und müssen uns angesichts unserer Verantwortung für die Sicherheit eines funktionierenden, freiheitlich organisierten Gemeinwesens die Fragen stellen: Wo kommen wir her? Wo stehen wir heute? Und was erwartet uns zukünftig? Wo kommen wir her? Früher wurden Konflikte konventionell, entweder zu Land, zu Luft oder zur See ausgetragen. Dies spiegelte sich auch in den Strukturen der Streitkräfte der meisten Staaten wider. Heer, Luftwaffe, Marine. Ungefähr in den 80er Jahren kam ein weiteres Schlachtfeld hinzu, nämlich der Weltraum. Die etwas älteren Zuhörer unter Ihnen werden wahrscheinlich sich noch an die vom damaligen US-Präsidenten Reagan verkündete Strategic Defense Initiative erinnern, im Volksmund Star Wars genannt. Im neuen Jahrtausend sehen wir uns erneut mit einem weiteren Schlachtfeld konfrontiert, nämlich dem Cyberraum. Die Techniken sind neu, aber viele Begriffe kommen uns ziemlich bekannt vor. Erstschlag, Vergeltungsschlag, Kollateralschäden und so weiter. Die Geschichte belegt, dass in der Regel der Angreifer das Privileg genießt, über Ort und Zeit der Attacke bestimmen zu können. Die Ausweitung der Kampfzone auf den virtuellen Cyberraum nicht zur Kenntnis zu nehmen, wäre folglich nicht nur naiv, sondern sogar grob fahrlässig. Dementsprechend haben im Prinzip alle großen Streitkräfte der Welt längst darauf reagiert. In den USA existiert seit dem Jahr 2009 das United States Cyber Command, eine Einheit, die sich mit den Möglichkeiten von Operationen im Cyberraum beschäftigt. Ein weiteres Beispiel ist die Russische Föderation. Die sogenannte Gerasimov-Doktrin, benannt nach dem derzeitigen russischen Generalstabschef, enthält seit Ende 2014 auch offiziell Passagen zum Cyberkrieg. Die darin beschriebene Taktik, die man als nichtlineare Kriegsführung bezeichnen könnte, sieht ausdrücklich die Anwendung informationstechnischer Mittel vor. Die Attraktivität dieses neuen Gefechtsfeldes hat viele Gründe. Erstens bietet die anspruchsvolle Technik der modernen Infrastruktur, die wir alle verwenden, schlichtweg eine riesige Angriffsfläche. Ein Umstand, dem die Security Essen unter dem Stichwort Smart Security und Industrie 4.0 erfreulicherweise besondere Aufmerksamkeit widmet. Zweitens
können Operationen im Cyberraum mit vergleichsweise kostengünstigem Aufwand zu unabsehbaren Schäden führen. Ein Beispiel für Cybersabotage ist die mutmaßlich russische Angriffskampagne Sandworm, wegen der im Dezember 2015 ein Kraftwerk in der Westukraine abgeschaltet werden musste und über 700.000 Menschen über einen längeren Zeitraum ohne Strom waren. Die Unterbrechung der Stromversorgung in der Westukraine hat öffentlich wirksam gezeigt, wie verletzlich Energieversorger durch elektronische Angriffe sind. Wir wissen, dass solche Sabotageversuche auch gegen Deutschland gerichtet sind. Drittens, auch Akteure mit begrenzten Ressourcen bekommen im Cyberraum Mittel an die Hand, um konventionelle Abschreckungs- und Verteidigungsmaßnahmen zu unterlaufen. Denn ein Hacker muss sich in der Regel nicht vor Panzerdivisionen oder Raketensystemen fürchten. Dies ist ein Punkt, den wir nicht nur im Kontext des internationalen Terrorismus als asymmetrische Kriegsführung bezeichnen, insofern mit geringen Mitteln eine große Wirkung erreicht wird und sei dies lediglich, in Anführungszeichen lediglich, die mediale Aufmerksamkeit. Viertens verringert die Option elektronischer Angriffe offensichtlich die Hemmschwelle, zivile Ziele zu attackieren. In diesem Zusammenhang taucht immer öfter der Begriff hybride Kriegsführung auf. Sehen wir uns als Beispiel für eine sowohl asymmetrische als auch hybride Anwendung informationstechnischer Mittel Nordkorea an, das in den vergangenen Wochen durch seine Atombombentests wieder auf sich aufmerksam gemacht hat. Nordkorea deshalb wegen folgendes Beispiels. Im November 2014 wurde die IT-Infrastruktur des US-Unternehmens Sony Pictures Entertainment durch einen Cyberangriff schwer beschädigt. Offenen Quellen zufolge wurden etwa 100 Terabyte Daten kopiert, darunter 4 bisher unveröffentlichte Kinofilme, Drehbücher, die E-Mail-Korrespondenz der Geschäftsleitung, Gehaltslisten und Sozialversicherungsnummern der Mitarbeiter, Finanzpläne und weitere höchst sensible Daten. Als mutmaßlicher Angreifer entpuppte sich Nordkorea, das anscheinend die Veröffentlichung des Filmes The Interview zu verhindern suchte. Ein Film, in welchem der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un karikiert wird. Nordkorea ist nicht gerade für seine IT-technische Innovationskraft bekannt. Es gibt kaum Internetzugänge. Dennoch war Nordkorea in der Lage, einen Global Player wie Sony in die Knie zu zwingen, einfach durch den Aufbau einer Truppe gut ausgebildeter Hacker. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit sind wir bereits bei der Hauptfragestellung nach unserer konkreten, gegenwärtigen Situation angelangt, nämlich wo stehen wir heute? Der Cyberraum ist heute der sichtbare Ausdruck unseres Zeitgeistes für Fortschritt und gesellschaftlichen Wandel im Schlaglicht der Digitalisierung. Ohne das Internet geht mittlerweile fast nichts mehr. Wir sind begeistert von der Technik, wir sind teilweise trunken von der Technik und ihren nahezu unbegrenzten Möglichkeiten. Sie ist ein fester und unverzichtbarer Bestandteil unseres Tagesablaufs. Es liegt noch nicht lange zurück, da war technisch aufwendige Kommunikation in gewisser Weise ein Luxusgut. Die heutige Technik überwindet dieses einzige Privileg. Sie macht Kommunikation smart und massenkompatibel. Dabei ist das eigentliche Phänomen, das sich hinter dem Begriff smart verbirgt, die exorbitante Steigerung von Handlungsoptionen, die Überschneidung und Zusammenführung ehemaliger exklusiver Techniken wie Codierung bzw. Dekodierung, Filter, Foto und Publikationstechniken. In jedem Smartphone schlummert damit zunächst einmal eine riesige, wertneutrale Kompetenzverdichtung, grundsätzlich jedem Benutzer zugänglich. In letzter Konsequenz bedeutet dies jedoch, dass gegenwärtig ehemals schwer zugängliches
und mitunter militärisch genutztes Know-how durch frei zugängliche Produkte in den zivilen Raum überführt wird. Das muss man nicht zwangsläufig negativ finden, aber man muss es dringend zur Kenntnis nehmen. Der Austausch von gestohlenem geheimen Material zwischen einem Agentenführer eines fremden Nachrichtendienstes und seiner Quelle hat zum Beispiel früher häufig durch sogenannte tote Briefkästen stattgefunden, also Gegenstände wie lose Mauersteine oder Schließfächer, in denen das Material zum Austausch hinterlegt wurde. Ich vermute, dass viele von Ihnen heute ebenfalls tote Briefkästen benutzen, allerdings ohne Agent zu sein. Sie nennen sie nur nicht tote Briefkästen, sie sagen vielmehr dazu Dropbox oder Cloud. Warum sollten Spione nicht auch auf diese Möglichkeiten zurückgreifen, zumal wenn man sie anonymisiert heute nutzen kann? Ein weiteres Beispiel ist die Kommunikation, die uns Sorgen bereitet zwischen Agenten oder zwischen Terroristen. Sie kennen wahrscheinlich alle alte Spionage-Thriller, in denen ein konspirativ arbeitender Agent eine Nachricht erhalten hat und diese nun mühsam entschlüsseln muss mittels eines ihm vorliegenden Zahlen-Buchstabenschlüssels. Nichts anderes passiert heute, tagtäglich, man kann sagen sekündlich, wenn sich beispielsweise Terroristen über Anschlagspläne oder Rekrutierungstaktiken austauschen. Der Unterschied ist aber, dass diese Verschlüsselung heutzutage nutzerfreundlich ist. Man braucht nicht mehr einen Zahlen-Buchstabenschlüssel, sondern man hat eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, denn sie wird von den Kommunikationsmitteln selbst erzeugt und vollautomatisch vorgenommen. Das Problem ist, dass nur die Mittel der Gegner sich verändert haben. Das heißt also, unser Gegner verfolgt nach wie vor die gleichen Ziele, hat sich allerdings jetzt neuer Mittel bedient, um diese Ziele zu erreichen. Unser Auftrag ist allerdings auch der gleiche. Unser Auftrag, unser Land und die Bevölkerung zu schützen, ist der gleiche wie früher. Auch heute müssen wir verhindern, dass fremde Mächte sich beispielsweise in den Besitz von NATO-Verteidigungsplänen bringen oder Terroristen feige Morde planen und durchführen können. Aus meiner Sicht ergeben sich aus der Situation derzeit drei große Herausforderungen: die Abhängigkeit, die Anfälligkeit und die Attraktivität zum Missbrauch des Cyberraums. Erstens die stetig wachsende Abhängigkeit. Ohne einen Zugriff auf das Internet fühlen wir uns nicht nur unbehaglich, wir sind mittlerweile existenziell darauf angewiesen, auf das Funktionieren des Cyberraums. Zweitens die Anfälligkeit. Wir wissen, dass das Netz höchst empfindlich ist. Es ist ein Raum der Unsicherheit. Ich werde dazu noch ein paar Takte im Zusammenhang mit Industrie 4.0 sagen. Und drittens die Attraktivität zum Missbrauch. Allen Akteuren, mit denen die Sicherheitsbehörden in der Realwelt zu tun haben, eröffnet der Cyberraum neue, mitunter bessere Handlungsräume. Auch Agenten, Terroristen und Wirtschaftskriminelle gehen online, und zwar mit unterschiedlichen Motiven. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was bedeutet dies nun konkret? Welche Gefahren schlagen bereits heute aus dem virtuellen Cyberraum auf unsere realen Lebensverhältnisse durch? Und was hat dies konkret mit dem Bundesverfassungsschutz zu tun? Nun, der Bundesverfassungsschutz ist der Inlandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland, während der BND den Auftrag hat, Gefahren für die äußere Sicherheit aus dem Ausland frühzeitig zu erkennen, obliegt es uns, Gefahren im Inneren unseres Landes abzuwehren. Dazu gehören auch elektronische Angriffe auf staatliche und privatwirtschaftliche Einrichtungen, jedenfalls dann, wenn wir einen fremden Nachrichtendienst oder Extremisten oder Terroristen hinter dem Angriff vermuten. Die Liste von elektronischen Angriffen allein in den letzten beiden Jahren ist lang und würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Allein Russland werden derzeit 9 unterschiedliche Cyberangriffskampagnen zugerechnet. Im Gedächtnis geblieben ist uns allen und vor allem
mir der Angriff auf das IT-Netz des Deutschen Bundestages, der im vergangenen Jahr auch durch die Aufklärungstätigkeit des Bundesverfassungsschutzes bekannt wurde. Wir gehen davon aus, dass der Angriff Teil der breit angelegten Angriffskampagne APT 28 SOFISI war. Dabei handelt es sich um eine langjährige, international angelegte Angriffsoperation mit Opfern weltweit, deren Beginn mindestens bis in das Jahr 2007 zurückreicht. Sie stellt derzeit eine der aktivsten und gefährlichsten Kampagnen im Cyberraum dar. Neben komplexen Spionagekampagnen wie SOFISI APT 28 unternehmen fremde Nachrichtendienste im Bereich der Wirtschaftsspionage vielfach kleinteilige Einzelangriffe auf Unternehmen und Privatpersonen. Nicht immer geht es um Schlüsseltechnologien, die aufgeklärt werden sollen. Nicht immer geht es um die Kronjuwelen der Unternehmen, sondern auch um die Sammlung und Auswertung scheinbar banaler Fingerabdrücke oder Fußspuren im Netz, um Adressen, um Telefonnummern, berufliche Werdegänge, um Logfiles, um private Präferenzen, die dank sozialer Medien und Online-Portale allzu oft ungeschützt ins Netz gestellt und abrufbar sind. Dabei lassen sich Realwelt und Cyberwelt zielgerichtet zusammenführen. Beide befruchten sich für den Täter, wenn beispielsweise in Social Engineering digital gewonnene Erkenntnisse zur Manipulation von Führungskräften aus Wirtschaft und Forschung genutzt werden können. Der Cyberraum bedeutet insoweit zwar einen neuen Gefahrenherd für Sicherheits- und Geheimdienste, andererseits aber auch eine Goldgrube, was in vordigitaler Zeit unter enormem Aufwand beschafft werden musste, reduziert sich heute zum Teil auf wenige Mausklicks, auch weil die potenziellen Opfer bereit sind, für ausländische Dienste wichtige Informationen freiwillig ins Netz zu stellen. Bei den fremden Nachrichtendiensten müssen wir uns vor Augen führen, dass manche Nachrichtendienste gesetzlich dazu verpflichtet sind, die technologische Entwicklung der eigenen Volkswirtschaft zu unterstützen. Ausländische Nachrichtendienste haben in ihren Heimatländern oft vielfältige, wenn nicht sogar unbegrenzte Möglichkeiten der Kontrolle und des Zugriffs, etwa auf die elektronischen Kommunikations- und Internetstrukturen. Als Teilnehmer der Security Essen wissen Sie, dass diese Risiken für die Wirtschaft real sind. Nach der Bitkom-Sicherheitsstudie vom April dieses Jahres gaben 69% der befragten Unternehmen an, in den vergangenen 2 Jahren Opfer von Datendiebstahl, Wirtschaftsspionage oder Sabotage gewesen zu sein. Den hierdurch verursachten Schaden schätzt die Bitkom auf 22,4 Milliarden Euro pro Jahr. Eine weitere andere Sorge, die mich umtreibt, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist aber auch der Missbrauch digitaler Strukturen für Terroranschläge. Auch wenn ich aus Zeitgründen diesen Komplex nicht in Gänze ausführen kann, möchte ich das Thema islamistischer Terrorismus in diesem Zusammenhang wenigstens streifen. Für meine Behörde, wie auch alle anderen deutschen Sicherheitsbehörden, ist das dominierende Sicherheitsthema in Deutschland nach wie vor der islamistische Terrorismus. Das bloße Benennen von Städten wie Paris, Brüssel, Nizza, Würzburg und Ansbach rufen in jedem von uns bestimmte Bilder und Sorgen hervor und wecken unser ureigenstes Bedürfnis nach Sicherheit. Ich sprach über den Missbrauch des Cyberraums und über die Attraktivität der asymmetrischen hybriden Kriegsführung. All die genannten Aspekte, die ich nannte, bilden eine Motivation für Terroristen, den Cyberraum für ihre Zwecke auch zu nutzen. Der Cyberraum ist für den sogenannten Islamischen Staat geradezu unverzichtbar. Er nutzt ihn für die Verbreitung seiner Propaganda, für die Rekrutierung, für die Motivierung neuer Terroristen sowie für punktuelle Machtdemonstrationen, wenn es islamistisch motivierten Hackern beispielsweise gelingt, in sogenannten elektronischen Defacement-Aktionen die Kontrolle über das Erscheinungsbild einer Webseite zu übernehmen und eine propagandistische Botschaft zu platzieren.
Auch wenn der IS zu umfangreichen Cyber-Sabotageakten nach unserer Einschätzung derzeit noch nicht in der Lage zu sein scheint, zeigt sich unübersehbar der instrumentelle Charakter des Cyberraums. Der virtuelle Raum bietet die unwiderstehliche Möglichkeit, eine ideologische Parallelwelt zu konstruieren, deren idealisierte und gefilterte Virtualität leider eine hohe Strahlkraft auf ihre Adressaten ausübt. Auf diese Weise wird der islamistische Terror erst im Cyberraum international. Gleichsam, es wird eine digitale Umma erzeugt, also Gemeinschaft der islamistisch Gläubigen. Er lenkt auch auf diese Weise davon ab, dass sich das sogenannte IS-Kalifat in der Realwelt als verbrecherische Illusion entlarvt und dass er derzeit militärisch auf dem Rückzug ist. Die unerschöpflichen digitalen Propagandaoptionen der IS-Medienprofis und ihrer sogenannten Medienstellen immunisieren sozusagen die Ideologie vor den harten Fakten der Realität. Kämpfer des Islamischen Staates präsentieren sich gerne steinzeitlich in ihrem Verhalten wie auch in ihrem äußeren Erscheinungsbild. Aber leider ist das teilweise nur Fassade, denn hinter den Anhängern des IS stecken nicht nur ungebildete junge Männer, die Rekruten des IS stammen aus allen Gesellschafts- und Bildungsschichten. Können wir ausschließen, dass sich darunter auch Personen befinden, die über ernstzunehmende IT-Kenntnisse verfügen, Kenntnisse, die auch dazu genutzt werden können, digitale Angriffe gegen sensible Versorgungsbereiche zu starten? Ich jedenfalls kann es nicht ausschließen und ich glaube, es wäre töricht, es zu tun. An der Absicht des IS, wehrlose Menschen zu töten und endgültig sämtliche menschliche Skrupel beiseite zu legen, besteht bereits lange vor der Nacht in Paris im vergangenen November kein Zweifel mehr. Was bedeutet dies nun für die Zukunft, für die abschließende Frage, was uns zukünftig erwartet? Ich werde mich hier nicht dazu hinreißen lassen, in die Glaskugel zu blicken, aber aus dem Gesagten geht mit aller Klarheit hervor, dass das digitale Zeitalter bereits mit voller Wucht in die Taktung von Wirtschaft und Gesellschaft eingreift. Und insoweit hat die Zukunft längst begonnen, bevor unsere Sicherheitsarchitektur dem noch in jeder Hinsicht gerecht wird. Der islamistische Cyberterrorismus tötet noch nicht unmittelbar Menschen, aber er stützt und unterstützt den realen tödlichen Terror. Seit einiger Zeit ist zum Beispiel zu beobachten, dass bei Einzeltätern durchaus eine konkrete Beratung oder Steuerung ihres Tathandelns durch den IS oder den IS nahestehenden Personen stattfinden kann. Eine Steuerung bis zur letzten Lebensminute oder bis zur Tatausübung. So kennen Sie sicherlich den Fall des 17-jährigen Asylbewerbers, der im Juli dieses Jahres in einem Zug bei Würzburg mehrere Menschen angegriffen und schwerst verletzt hat, und auch den Fall des Attentäters im bayerischen Ansbach, der sich bei einem Bombenattentat getötet und 15 Menschen verletzt hat. Beide Personen wurden über Instant-Messenger-Dienste angeleitet und nach unserer Einschätzung nahezu bis zur letzten Minute begleitet. Ihnen wurde gesagt, wie die Tat durchzuführen ist. Die öffentliche und wirtschaftliche Infrastruktur wird bereits jetzt attackiert. Doch leider war es in Deutschland lange so, dass Entsorgung von Abfällen meist besser geregelt war als der Umgang mit dem essentiellen Know-how eines Unternehmens. Das Anliegen des Bundesverfassungsschutzes ist es nicht, Unternehmen zu verängstigen, sondern ihr Bewusstsein für die Erforderlichkeit eines aktiven Wirtschaftsschutzes zu schärfen. Die Zukunft einer Industrie 4.0, in der alles mit allem vernetzt wird, ist eine große Chance für Unternehmen, für alle Verbraucher, erweitert aber die Angriffsfläche der Industriestaaten exorbitant, während dem Angreifer
bereits die eine Schwachstelle zum Erfolg verhilft. Industrie 4.0 funktioniert jedoch nur bei einer stabilen, sicheren Infrastruktur und wenn die Menschen auch Vertrauen in die Sicherheit von Industrie 4.0 haben. Allerdings sagte ich es bereits zu Beginn, das Netz ist aus meiner Wahrnehmung momentan ein Raum der Unsicherheit, in dem wir noch viel tun müssen, um Sicherheit zu schaffen. Als Nachrichtendienst, der gemeinsam mit anderen deutschen Sicherheitsbehörden für die Sicherheit in unserem Land zuständig ist, werden wir vor diesen Herausforderungen aber nicht kapitulieren und wir können Deutschland nicht einfach in den Offline-Modus setzen. Wir brauchen vielmehr auch zukünftig neue und ausgewogene Gesetze. Wir brauchen die passende Hardware. Wir brauchen vor allem Menschen, die als Mitarbeiter die nötige technische Kompetenz einbringen. Dabei stellen wir eine ganze Reihe von Anforderungen an unsere Mitarbeiter und an Bewerber. Gleichzeitig haben wir auch einiges zu bieten. Sie müssen ihre technischen Fähigkeiten einbringen und im Team mit anderen Spezialisten, operativen Auswertern, Islamwissenschaftlern, Politologen und Quellenführern Lösungen für Probleme entwickeln. Der Dienst für das Land ist nach wie vor ein attraktiver und sicherer Arbeitsplatz. Auf den Punkt gebracht heißt der Fahrplan für die Zukunft: Wir benötigen die Umsetzung einer umfassenderen Strategie und die Etablierung internationaler Standards, wenn Deutschland auch online sicher und erfolgreich sein soll. Damit es aber nicht bei bloßen Lippenbekenntnissen bleibt, müssen wir konkret werden. Heute im Rahmen der Security Essen bauen wir ganz praktisch an der Sicherheitsarchitektur, wenn wir als weiteren Baustein für mehr Sicherheit im Cyberraum das Perspektivpapier des Bundesverfassungsschutzes und der ASW unterzeichnen. Der Bundesverfassungsschutz und der Bundesverband der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft haben früh den Wirtschaftsschutz als Zukunftsthema erkannt und arbeiten bereits seit 20 Jahren als Partner vertrauensvoll zusammen. Mit der Unterzeichnung des Perspektivpapiers heute hier in Essen wollen wir noch deutlicher Unternehmer in Sachen Wirtschaftsschutz sensibilisieren und unsere partnerschaftliche bilaterale Kommunikationsarbeit noch enger verzahnen. Durch die großflächige Vernetzung des ASW-Bundesverbandes mit Konzernen und Mittelständlern profitieren zukünftig weitere Unternehmen von der Initiative Wirtschaftsschutz. Insofern im Sinne eines heißen Drahtes, der regelmäßig Austausch zwischen dem Bundesverfassungsschutz und dem ASW-Bundesverband intensiviert und Know-how ausgetauscht wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich verstehe kritische Stimmen, die in der Debatte über die Sicherheit im Cyberraum höchst sensibel reagieren. An dieser Stelle wird der uralte Grundsatzkonflikt zwischen Freiheit und Sicherheit existenziell berührt. Wenn im digitalen Zeitalter die Kommunikation nahezu total wird, ist der Verdacht schnell zur Hand, dass in der Folge auch die Überwachung total werden müsse. Die Janusköpfigkeit der Digitalisierung entbindet uns jedoch nicht von der Pflicht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung vor ihren Feinden zu schützen, zumal sie es auch ist, welche der Überwachung klare Grenzen setzt. Insofern ist die Leugnung des virtuellen und zugleich realen Gefechtsfeldes Cyberraum keine Option. Dabei kann und darf das Bundesamt für Verfassungsschutz nur der Brandmelder sein. Dass Sie hier auf der Messe an praktischen Lösungen arbeiten, begrüßen wir und wir wünschen dabei viel Erfolg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe den Eindruck, Sie haben mir aufmerksam zugehört. Ich danke Ihnen dafür.